So, und damit sind wir auch schon wieder zurück in Let's Play Argus Generations of War. Und springen gleich in den nächsten Kampf, um da weiterhin zu kämpfen. Hoffentlich. Ah, mit neuen Gegnern. Und wie es aussieht, wenig, das ist schon mal gut. Weil das bedeutet im Normalfall, wir können den Kampf schneller entscheiden. Und dann mal sehen, wie wir gegen diese Pixies ankommen. Oder? Sind es Pixies? Ja, sind Pixies. Einmal Impuls. Und hauen wir im Prinzip gleich mal die... So. Ja, hauen wir gleich mal drauf. Ich gehe mal davon aus, dass die magiemäßig, wie man sieht, schon ein bisschen was drauf haben. Jetzt kommt das. Sie sind noch nicht fertig. Das ist... Die halten wirklich mehr aus, als ich gedacht habe. Oh, ein kurz vorm Break. Aber wir haben sie ordentlich geschwächt. So, ach, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ich kann gar nichts machen. Eine Erdnadel, ja, okay, das... Vanish-Chick. Ja, diese Fähigkeit habe ich schon ewig nicht mehr eingesetzt, aber liegt wohl daran, dass die eigentlich ziemlich schwach ist mit den Leuten, die Trick-Hit können. Ich finde es auch immer sehr lustig, wie die Leute vergiftet werden, wenn sie... mit Eisnadeln angegriffen werden. Der hat keine Punkte. Geht auch nichts. Oh, die hat Punkte dazu bekommen. Dann machen wir doch mal die Heilung. Denn die Heilung ist schon teilweise notwendig. Und da geht nichts. Okay. Dann haben wir... So... Okay. Okay. Hoffentlich erreichen wir die jetzt noch. Ich muss die weghauen. Na dann hauen wir den weg. So. Flame. Fire und eine Power-Attack. Das ist sogar lang bei denen. Ja, die haben physisch nicht viel drauf. Wenn wir natürlich alles verfehlen, dann schon. Okay, dann... Ah, jetzt können wir die nämlich erreichen. Zumindest er kann's. Und er kann gleich mal mit seiner Super-Attacke den Rest machen. So geht es schnell. Und mit kann er nichts machen, weil er nichts mehr hat. Und Autsch. Das ist doch. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ah, oh, der ist vergiftet. Super. Schlaft euch alle aus. So, hier, da kriegst du einen Burst-Hit. Ja, das können wir so lassen. Wir haben nur die beiden, die noch fähig sind zu kämpfen.
nochmal ein Ultrasound und... Jetzt ist der Rest eingeschlafen, na super. Dann hau mal zu. Ja, Mist, super. Noch ein Mist, super. Hallo? Könnte jetzt mal wieder jemand aufwachen? Müsste doch irgendjemand aufwachen. Okay, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass Ultrasound... Na endlich. Wenigstens einer. Eine. Und tot. Aber gleich noch einen hinterher. Die Viecher sind echt grausam. Wenn sie alle einschläfern lassen. Juhu, Level up. Und was hast du denn für uns? Magie. Und vielleicht ein bisschen Agi? Nee. Na, machen wir das, dann trifft er besser. Das könnte mal schon nicht schlecht sein. So, und wie gesagt, können wir uns gleich in die Kämpfe weiterstürmen. Uns führt ja irgendein komischer Ryung oder was auch immer, führt uns ja jetzt durch. Ich sollte mich echt darum kümmern, vielleicht mal nachzuschlagen, was die können und... Oh. Das ist jetzt vielleicht nicht so prickelnd, nicht so proper. Aber naja, wir kriegen die schon klein. Nichts in Reichweite, super. Okay. Natürlich wäre mir das Liebste, wenn ich jetzt schon meine Superattacke hätte, aber... Die Pixies muss ich loswerden und die Typen muss ich sogar noch eher loswerden. Weil die mit ihrem Super-Sound, das ist... Das ist kriminell. Gletscher. Naja, aber im Normalfall, wenn der die Fähigkeit so hat, wie sie jetzt ist, das ist gar nicht mehr schlecht. Okay, wie viele Punkte hat er so? Okay, wir haben hier eine Ice Vein. Fangen wir mal an mit einem Impuls. Der muss einen Rush machen. Okay, wir haben hier einen Impuls. Wir haben hier die Ice Needle, Ice Vein. Rush, dann haben wir schon mal das. Nee, das würde ich gern aufbewahren. Double und Chick. Nee, wir haben nur zwei Chick-Hits. Aber ich kann noch ein Double Edge hinterherhauen. Vielleicht reicht das ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich das Ice Field so weitreichend ist. Ja komm, Double Edge, du musst... Oh, du musst doch nur normal treffen. Normal treffen würde schon lang. Komm schon, ja, wir haben einen gefangen. Hauptsache ist weg. Das ist das Wichtigste an der ganzen Story. Okay, du kannst das Ding nicht allein durchziehen, weil das braucht 28. Also machen wir mal das. Ja, machen wir das einfach. Da muss er sich wenigstens bewegen. Nee, ach, und alles verfehlt. Ja, super. Okay, wir speichern uns das. Speichern uns das auch. Wir können ihm eigentlich... Was war das? Das macht EP.
Extra Skill. Increases XP gain. Deal. So. So. Hau einfach mal das hier drauf. Es wird schon funktionieren. So, Dele. Können wir in Standby gehen. Und die kriegen noch einen Blast ab. Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. So, Standby. Wir haben eigentlich hier ein gutes Netzwerk. Deswegen kann man das eigentlich so lassen. So. Flames. Power und... wo ist er? Da, er hat Fire. Double-Edged Power Attack. Jetzt müssen wir natürlich von hinten auf das Pferd aufzäumen. Flame Edge, Fire und Power Attack. So, das müsste eigentlich langen. Bei Impuls und Earth Needle machen schon genug Damage. Scarletti Pony ist auf jeden Fall ein sicherer Kill, wenn nicht alles misst. Ja, aber so geht's auch. Okay. Dann machen wir doch das. Warum mache ich das eigentlich? Ich kann das so auch machen. Ja, perfekt. Und damit macht er beide fertig. Müsste eigentlich schon fast A-Rang sein, wenn alles so weiterläuft. Flame Edge, Power Attack, Fire, Eiswein, Eisdiedel, da fehlt mir ein Rush. Dann machen wir doch einfach Double, Burst Hit und Trick. Doch, das gibt sogar Stunburst. Ha! Perfekt. Okay, damit ist die Attacke auch nicht so schlecht. Stunbash. Oh, die ist sogar auch nicht schlecht. Also genug Schaden macht sie und ich glaube, die hat sogar eine Chance zu stunnen. Ha, wusste ich doch. A-Rang. Zusätzliche XP-Gain. 2 Level-Ups. Perfekt. Perfetto mundo. Mundo. Du kannst noch ein bisschen mehr in deine Stärke nehmen. Und wäre vielleicht gut, wenn du so ein bisschen besser triffst. Ah, endlich hat er seine zweite Fähigkeit gelernt, Blaze-Storm. Und der müsste es eigentlich auch tun. So. Dark 4. Oh, dunkle Furcht. Die schauen wir uns nochmal an. Denn wir sind jetzt wieder kurz vor dem Event und haben, wie gesagt, wir haben ja einiges gemacht. Status. Blaze-Storm. Shoots out waves of spirit energy. Reichweite 3. Moment. Das Rush-Storm hat auch Range 3. Also, dafür hat es. Das Blaze-Storm braucht 32 AP und 100 SP. Ja. Hat auf jeden Fall die doppelte Angriff und hat, glaube ich, dasselbe vom... Ja, das ist ziemlich ähnlich.
Das Problem ist, wo kann ich eigentlich mal gucken, wie viel AP der Max hat? Also er startet mit 21. Das ist schon mal ein besseres Zeichen. Dark 4, ein einzigartiger Zauber, der die Lebenspunkte des Gegners aufsaugt und sie stattdessen mit Furcht und Schmerz erfüllt. Vielleicht ist AVD das? Moment. Wenn man seinen Status an. Nee, der hat 44. Aber der hat ziemlich. Der hat eigentlich ein gutes. Der hat einen Move, ist nicht so toll. Naja. Solange alles passt, geht's ja noch. Switch Info. Der hat das hier auf 3, das auf 3. So, seien wir mal ruhig. Da 2. Das ist aber seltsam, dass das höher ist, obwohl er andauernd irgendwelche Power-Sachen einsetzt. Aber soll es mir recht sein. Was hat der? Der misst jetzt Eis. Ja, Wasser hat er ziemlich hoch. Ich glaube, irgendwie die Punkte steigen nur, wenn man die einzeln einsetzt. Muss ich mal testen. Naja. Damit war's das für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.